Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zum letzten GPL Spieltag der Season 2 und der letzte Spieltag für mich. Denn wie schon gesagt, werde ich nächste Season nicht dabei sein. Wir spielen heute gegen den lieben CapGoLord, früher bekannt als Snooper. Und ich habe mir, erstmal merkt ihr, dass es live ist. Denn ich möchte für diesen Kampf, den wollte ich noch ganz gerne live machen, wenn auch ohne Videokamera. Wir haben ein etwas anderes Team. Ich habe versprochen, dass ich ein sehr, sehr spezielles Team nehmen werde. Und ich halte mein Versprechen. Ich schreibe mir sein Team auf. Er hat ein Rotom Wash, ein Flampivian, ein Latios, ein Phlorgas, Skorgro und ein... Na, wie nennt es sich? Galagladi. Beziehungsweise Galagladi, wie ich gerade geschrieben habe. Beziehungsweise Galade. Ich muss einmal gucken, das war glaube ich sein Mega, ne? Das Latios, genau. Latios war sein Mega. Ich werde euch jetzt nicht mein Team zeigen, denn das möchte ich euch gerne im Laufe des Matches präsentieren. Wir leaden aber mit Mega Bibur. Und ja, ihr werdet sehen, warum. Man muss dazu sagen, fünf dieser Pokémon. Ihr habt jedes Pokémon in diesem Team schon mal gesehen, allerdings nicht mit den Movesets. Ich werde die einzelnen Sets erklären, sobald wir die Pokémon rausschicken. Wir leaden mit Mohamed Abi. Und er leadet mit Hanzo. Mohamed Abi ist speziell defensiv ausgelegt, mit Ruheort, Giftspitzen, Kehrtwende und Abschlag als Moves. Ich werde an dieser Stelle allerdings auswechseln. Und zwar werde ich... Wenn er ein Erdbeben hat, kann er uns damit höchstwahrscheinlich killen. Deswegen wechseln wir stattdessen in Wheelie, das einzige Pokémon, was kein sehr besonderes Moveset hat in diesem Team. Es ist einfach mein physisch-defensives Donphan. Er boostet sich hier mit Agilität. Kann er machen. Macht mir Angst, wenn ich ehrlich bin. Sage ich ganz ehrlich, das macht mir Angst. Ich gehe hier einfach mal aufs Felsgrab. Denn das senkt seinem Speed und dürfte ihm noch relativ guten Schaden machen. Während er hier auf die Staffette geht. Okay, er ist also ein Staffette-User. Kein Sweeper oder so. Mal schauen, was er dafür reinschicken wird. Er schickt Arwing rein. Ist vermutlich sein Latios? Ja. Aber wir gehen trotzdem aufs Felsgrab. Decken damit seine Init. Und ich möchte an dieser Stelle nicht auswechseln. Denn ich möchte tatsächlich einfach nochmal auf das Felsgrab gehen, um seine Initiative wieder auf den Standardwert zurückzusetzen. Er macht hier die Mega-Entwicklung, bedeutet, er wird drinnen bleiben. Vermutlich wird er auf den Draco... nicht unbedingt auf den Draco-Meteor, auf eine Attacke wie Hydro-Pumpe oder ähnliches gehen. Kann es die Hydro-Pumpe? Ja, aber es kann Surfer, genau. Ist nervig, aber damit komme ich klar. An dieser Stelle werde ich es aber allerdings noch nicht opfern. Stattdessen gehen wir einfach mal in... Was nehmen wir denn? Ich fürchte, dass... Obwohl, erhöht sich die Spezialdefensive von Bibor überhaupt, wenn es Mega entwickelt? Schauen wir mal nach. Schauen wir mal bei Beedrill. Hat 80 Spätzdef und ein Mega Beedrill hat auch immer noch 80 Spätzdef. Also erhöht es das nicht mal. Das bedeutet, wir können genauso gut in Bibor gehen. Und dann mal schauen, wie viel Schaden er uns macht, wenn wir speziell defensiv investiert sind. Er geht hier auf das Ruheort. Auf den Ruheort. Den Ruheort, das Ruheort. Ich weiß es nicht, aber... War nicht schlecht von ihm. Wir werden jetzt einfach mal Mega entwickeln und auf Abschlag gehen. Damit was auch immer reinkommt, nicht viel Spaß haben wird.
Dass er auswechselt, habe ich mir gedacht. Vermutlich geht er in sein. Ja, genau. Wollte ich gerade sagen. In das Ding. Sein Skorgro. Frage ist bloß, was will er machen? Will er wieder einen Agilität-Boost setzen? Heilt sich hier natürlich hoch. Auf die Gefahr hin, dass er einfach nur aufs Erdbeben geht, werde ich an dieser Stelle Wheelie opfern. Ich werde hier Wheelie opfern, einfach um zu schauen, was er. Was macht er? Legt die Tarnsteine raus. Okay, ist ärgerlich. Ist ärgerlich, aber ich kann damit leben. Er heilt sich hier wieder durch den Aufheber hoch. Ich werde einfach nochmal aufs Felsgrab gehen. Denn er boostet sich wieder mit der Agilität. Okay, rechnet vermutlich mit einem Turbodreher, aber hey, Turbodreher wäre doch ein normales Set. Wer spielt schon normale Sets? Also ich muss doch sehr bitten. Auch wenn er sich wieder das hochheilt, es geht mir eigentlich in erster Linie darum zu verhindern, dass er seinen Agilität-Boost einfach rausbekommt. Wobei ihn. Wir gehen auf die Tarnsteine. Wow, ich dachte, er geht einfach nochmal auf Agilität. Er hatte keinen Grund, das nicht zu machen. Legen wir halt die gratis Tarnsteine raus quasi. Und da bin ich auch durchaus bereit, Donphan zu opfern. Er schickt Nocturnus rein. Ich glaube, ich erinnere mich daran, in der Hinrunde ganz knapp dagegen was gemacht zu haben. Aber ich bin mir nicht mehr sicher. Ich habe nur irgendwelche vagen Erinnerungen an sein Galagladi. Und gehe hier jetzt einfach aufs Erdbeben, auch wenn er uns wahrscheinlich killen wird. Mit dem Abschlag, den dürften wir nicht überleben. Wow, wir überleben den. Das überrascht mich doch sehr. Das Erdbeben macht nicht genug Schaden, bei Weitem nicht. Das ist bei Weitem nicht, wir haben gute drei Viertel abgezogen. Aber er kann hier jetzt mit dem Eishieb angreifen. Und damit unser Schicksal leider besiegeln. Jetzt natürlich die Frage, was schicken wir dagegen rein? Könnten versuchen, ihn zu scaren, aber das wäre ein bisschen zu risky. Wir gehen in. Wer hat denn die höchste physische Defensive aus meinem Team? Was hast du denn? Du hast 104, 105, 60, 100, 110 und natürlich 189, aber du bist gerade down gegangen. Dann wechseln wir einfach mal in Elemao. Warum nicht? Schicken wir Elemao rein. Mein physisch-offensives Stunfisk, welches mit einem Power-Up daherkommt, Sprungfeder, Donnerwelle, Rückkehr und Erdbeben besitzt. Und wir werden an dieser Stelle einfach mal. Gehen wir aufs Erdbeben oder gehen wir auf die Sprungfeder? Oder auf Rückkehr. Rückkehr wäre natürlich auch noch eine Option. Wir gehen einfach mal auf die Sprungfeder. Ich hoffe, dass wir den Eishieb überleben. Komm schon. Das schaffst du, das schaffst du, das schaffst du, das schaffst du. Ja, easy. Wir setzen hier die Sprungfeder ein. Er springt hoch in die Luft. Er denkt sich jetzt, hey, warum würde er so etwas tun? Ganz einfach. Wir benutzen das Energiekraut und killen damit das. Also wenn das keine Style Points gibt, dann weiß ich auch nicht. Ja, also die Style Points sind definitiv auf unserer Seite in diesem Match. Er denkt sich das wahrscheinlich, what the fuck macht der Typ da? Aber mir kann alles egal sein. Ich bin so oder so raus, also warum nicht nochmal richtig schön Spaß haben? Er ist jetzt vermutlich mehr als verwirrt. Und denkt sich, holy shit, was soll ich nur dagegen machen? Schickt hier Captain Falcon rein. Sich ein, ist ein guter Switch. Auch wenn er Schaden durch die Tarnsteine nimmt. Ich werde an dieser Stelle auf die Donnerwelle gehen in der Hoffnung, dass wir vielleicht noch was überleben oder er einen Angriff misst, wobei ich davon natürlich nicht ausgehe. Er geht auf die Kehrtwende, die könnten wir sogar überleben. Und wir überleben sie, solange er jetzt nicht in Rotom Wash oder Dingens wechselt. Skorgro, ist alles in Ordnung. Es kann natürlich sein, dass er hier an dieser Stelle unser Erdbeben prediktet hat. Er schickt Tonikum rein. Tonikum ist leider sein Rotom Wash. Das ist ärgerlich.
Ich hätte vielleicht doch lieber Gaena spielen sollen, aber. Ich hätte Gaena spielen sollen. Gaena wäre in diesem. Wobei. Er hat die Überreste. Gaena wäre tatsächlich eine sehr, sehr gute Attacke gewesen. Denn er hätte entweder einen Hard-Switch machen müssen oder mich einfach angreifen müssen. Weil es Option, die er nicht unbedingt machen will. Ich werde übrigens nicht wechseln. Ich werde einfach drinnen bleiben mit meinem Pokémon. Er geht auf das Ehrlicht. Kann ich verstehen, ist nicht schlecht. Vielleicht hat er mit einem Switch gerechnet von mir. Aber wir gehen einfach auf die Rückkehr und machen dem Ding keinen Schaden. Habe ich eigentlich mich schon beim lieben Philipp, beim lieben Speedeevees bedankt. Denn er hat mir diese Pokémon gegent. Ich bin gegen Cheaten, das wisst ihr. Aber ich habe es leider nicht geschafft, mir diese 5 Pokémon rechtzeitig zu züchten. Überwiegend, weil der Mario Maker rauskam. Habe ich es leider nicht mehr geschafft. Aber das muss es ja auch nicht. Er schickt wieder Hanzo rein. Ich habe das Gefühl, er versucht tatsächlich ziemlich stark zu gewinnen. Ich meine, das ist ein gutes Recht, aber... Man möchte nicht unbedingt tryharden gegen so ein Team. Leider geht Elemao hier drauf. RIP Elemao. We will miss you, we will miss you. Ich muss einmal auswählen, dass sein Galagladi weg ist. Aber wogegen er nichts machen kann... Schicken wir jetzt Music Maker rein? Schicken wir Music Maker rein. Wir schicken Music Maker rein, was soll's denn? Warum nenne ich den guten alten Music Maker? Und wir werden sehen, warum er Music Maker heißt. Denn seine Signature Attack in dieser Runde ist die gute alte... Wir werden sehen. Während er switcht und Tonikum in den Kampf schickt, werden wir sehen, was die Bauchtrommel der Move unserer Wahl ist. Heben damit unseren Angriffswert, heilen uns durch die Citrus Berry natürlich. Und ich hoffe einfach, dass wir eine Elektroattacke überleben oder er aufs Ehrlich geht. Ich gehe hier auf den Ableithieb. Einfach um mal zu schauen, wie viel Schaden ein plus 6 Lashoking macht. Wir werden ihn nicht outspeeden. Wir haben ein Base Speed von 30 und kein Investment. Und er geht natürlich voll tryhard und auf den Voltwechsel. Du enttäuscht mich, aber dein Schaden reicht leider nicht aus. Was natürlich ärgerlich ist. Jetzt bereust du nicht, aufs Ehrlich gegangen zu sein, wa? Ja, es sackt schon hart. Er schickt Florges rein. Durchaus nachvollziehbarer Switch. Je nachdem, dass er eine Attacke errechnet. Der Update-Typ macht aber ziemlich guten Schaden, selbst dafür, dass er nicht sehr effektiv ist. Er hat auch eine Citrus Berry. So, wir haben leider keine Prioritätsattacke, aber was wir haben, ist der Nassschwall. Und solange wir diese Mondgewalt überleben, wovon ich nicht unbedingt ausgehe, aber wir tun es. Und der Nassschweif connected. Damit ist das Florges down, Ladies and Gentlemen. Bauchtrommel Lashoking. Ah. Hat sich eben ein Florges ausgeschaltet. Ich würde gerne seine Live-Reaktion hören, wenn ich ehrlich bin. Ich hätte den Kampf mit ihm zusammen aufnehmen müssen. Zu diesem Zeitpunkt hat er leider keinen Grund, nicht auf einen Voltwechsel zu gehen und uns damit auszuschalten. Aber hey, immerhin, ja, haben wir es geschafft, mit Lashoking gut Schaden zu machen. Ein Zen-Kopfstoß wäre vielleicht noch eine ganz coole Attacke gewesen anstelle von Ice Heat, den ich noch drauf habe. Aber ich habe gedacht, der Ice Heat könnte ganz cool sein gegen sein Scorpio. Er schickt hier Hanzo rein. Triggert seinen Aufheber, kann er natürlich gerne machen. Wir allerdings werden an dieser Stelle The Claw in den Kampf schicken. Und The Claw kommt daher mit den folgenden Attacken. Wir besitzen Finster Aura, Wechsel die Schlammbuge und Surfer, denn ja, wir sind ein Choice Bags. Voll speziell offensives The Claw.
und werden natürlich, wie es sich gehört, gegen sein Team auf die Finsteraura gehen. Während er die Agilität benutzt, um sich zu boosten. Und schauen mal, wie viel Schaden wir mit einer Choice Specs Adaptability Finsteraura machen. Wir one-shotten ihn fast. Das war fast ein solider One-Shot. Aber wir werden einfach weiter auf die Finsteraura gehen. Und er denkt sich jetzt wahrscheinlich, what the fuck ist sein Problem? Benutzt hier die Staffette tatsächlich, um sein Pokémon auszutauschen. Nicht schlecht, nicht schlecht. Und schickt Arwing rein. Wehrt Arwing das Überleben. Eine sehr effektive Choice Backs Finsteraura. Arwing geht down, Ladies and Gentlemen. Arwing hat keine Chance gegen uns. Vielleicht wollte er einen sicheren Switch in den Rotom. Durchaus möglich, durchaus möglich. Ich möchte hier niemanden verurteilen. Das Problem ist bloß, dein Skullcrew ist tot, sobald er es reinschickt. Und ich werde an dieser Stelle einmal die Damage Calculation run, um zu sehen, wie viel Schaden Rotom Wash. Wir nehmen es einfach mal als Physically Defensive Pivot oder Pivot und schauen dann mal, wie viel Schaden er an einem Crawdaunt machen würde. Ein Crawdaunt, das volles KP-Investment besitzt, möchte ich anmerken. Und das Ganze dann auf Level 50, denn hey, Level 100, den Fehler mache ich nicht nochmal. Ein Volt Switch würde uns 78 bis 92% abziehen. Das wollen wir nicht riskieren, denke ich. Wir werden stattdessen... Wir werden stattdessen in Mohamed Abi auswechseln. Denn Mohamed Abi ist speziell defensiv ausgerichtet. Andererseits hätte ich es vielleicht sogar riskieren sollen. Wäre vielleicht eine ganz gute Idee gewesen. Schauen wir mal, wie viel Schaden dieser Voltwechsel macht. Immerhin noch 42. Ich glaube, er hat speziell offensives Investment. In dem Fall war es gut, dass wir gewechselt haben. Er schickt Captain Falcon rein. Wird sich allerdings, falls er auf einen Flammenblitz geht, selber killen. Und falls er es nicht tut... Ich gehe an dieser Stelle einfach mal auf den Abschlag, auch wenn er höchstwahrscheinlich einen Steinhagel benutzen wird. Er benutzt sogar den Flammenblitz. Okay. Okay. Kann er gerne machen. Ich hoffe, er ist gechoiced. Ich hoffe sehr, er ist gechoiced. Denn wir können jetzt in Ich weiß nicht wechseln. Ich weiß nicht, unser vorletztes Pokémon ist ein voll physisch offensives Tundrak mit dem Choice Band und den Attacken Wutanfall, Knuddler, Eisenschweif und Nassschweif. Und angesichts dessen, was er noch im Team hat, gehe ich in dieser Stelle auf den Wutanfall, während er mit einem weiteren Flammenblitz angreift. Er geht also an dieser Stelle einfach all in. Ist nicht sehr effektiv, er leidet Schaden durch den Rückstoß. Und wir können hier mit dem Wutanfall angreifen und Captain Falcon rausnehmen. Bye bye, Captain Falcon. Wir werden dich vermissen. Jetzt schickt er Hanzo rein. Hanzo dürfte die Tarnsteine nicht überleben. Wow, er überlebt sie tatsächlich. Ich bin überrascht. Ich dachte nicht, dass er die überlebt. Und geht hier tatsächlich auf den Ruheort. Aber ich glaube an, ich weiß nicht. Er kann critten und damit das Match gewinnen. Ich bin fest davon überzeugt, dass er in diesem Moment einfach nur critten wird. Er musste nicht mal critten. Natürlich musste er nicht critten. Ich meine, also bitte, ja? Wir reden hier von ich weiß nicht. Wenn einer dieses Match gewinnen kann, dann ich weiß nicht. Tonicum, sein letztes Mon. Wir haben noch einen weiteren Wutanfall auf Lager. Können wir einen Angriff von ihm überleben? Er benutzt die Hydropumpe, er connectet und wir werden diese vermutlich nicht wegstecken können. Doch, wir stecken sie weg, leicht sogar. Jetzt ist die Frage, trifft dieser Wutanfall und wird er ausreichen? Und damit, meine Freunde, gewinnen wir mit einem absolut abgefuckten Team unser letztes GPL-Match. Damit habe ich nicht gerechnet. Ich habe nicht erwartet, dass wir dieses Spiel gewinnen. Wow. Das war ein... sehr interessantes Match.
Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Teilt es doch mit euren Freunden, denn ich weiß, es wird in naher Zukunft kein Pokémon mehr auf meinem Kanal erscheinen. Aber, hey, dieses Match. Das waren nochmal ein paar echt coole Sets, oder? Das waren nochmal ein paar echt verdammt coole Sets. Ich werde sämtliche Informationen, so dass ihr es einfach in Pokémon Showdown reinkopieren könnt, in die Videobeschreibung packen. Und ja, ich werde an dieser Stelle noch nachträglich etwas aufnehmen, um meine Meinung zur GPL zu äußern und so weiter. Also verabschiede ich mich hier jetzt noch nicht, denn jetzt dürftet ihr mein Gesicht sehen und meine restliche Meinung hören. Tja, Leute, damit ist sie vorbei, die zweite Season der GPL, und ich sehe gerade, wie furchtbar meine Haare mal wieder sind. Ist ja auch egal. Ja, die zweite Season der GPL, die erste und vermutlich auch einzige Season, in der ich dabei war bzw. bin, wie auch immer man es sagen möchte, war durchaus eine interessante Erfahrung. Mir hat es vor allem gezeigt, dass Pokémon mich ziemlich ausgebrannt hat, beziehungsweise ich ausgebrannt bin zum Thema Pokémon, kann man das so sagen. Ich werde auf jeden Fall eine Pause machen, zumindest was so Competitive Pokémon angeht. Vielleicht kommen noch mal andere Videos mit Pokémon als Thema, aber ich sag mal so, bis die nächsten Pokémon-Spiele rauskommen oder das nächste Pokémon-Spiel jetzt mit Pokémon Z, was ja schon fast bestätigt ist, werden von mir vermutlich keine Competitive-Kämpfe mehr kommen. Habe ich ja schon mal angekündigt, weil es für mich einfach zu viel geworden ist. Ansonsten war die GPL echt eine coole Erfahrung. War mal eine andere Art, Pokémon zu spielen, sage ich mal. Sie hat offensichtliche Schwächen, die, wie ich schon mal sagen kann, in der nächsten Season ausgemerzt werden. Ich als Mitglied der GPL weiß ja schon so ein bisschen, was in der nächsten Season auf euch zukommt, sage ich mal. Und auch auf die anderen Spieler. Es wird sehr interessant. Wie gesagt, ich werde nicht dabei sein. Ich weiß gar nicht genau, auf welchem Platz wir jetzt in der Tabelle sind. Ich glaube, wir sind Vorletzter oder so. Die Tabelle. Ich weiß jedenfalls, dass wir relativ weit hinten sind. Ja, genau, wir sind Vorletzter. Ich habe ja auch schon mal gesagt, dass... Also, ich habe ja schon vor vielen Monaten eigentlich gesagt, schon als ich noch nicht Gefahr lief, abzusteigen, habe ich Present schon geschrieben, dass ich höchstwahrscheinlich in der nächsten Season nicht dabei sein werde, da ich damals halt schon gemerkt habe, dass mir das nicht mehr wirklich Spaß macht. Ansonsten hat die GPL mir gezeigt, dass es echt coole Pokémon gibt. Ich wünschte, ich hätte sowas wie Briaron besser einsetzen können. Wurde leider nichts raus in der Rückrunde. Ich habe es zwar ein paar Mal mitgenommen, vor allem das Bauchtrommel Briaron mochte ich ganz gerne, aber das war es auch ungefähr. Flunschlick hat doch schon ein paar Kämpfen mitgeholfen, jetzt auch im letzten mit Energiekraut Flunschlick. Erdbeben hätte dazu auch gereicht, aber hey, wer will denn schon riskieren, dass er in seinen Rotom geht? Ja, da war die Sprungfeder eindeutig die beste Option. Oder Rückkehr, aber Sprungfeder hat einfach viel mehr Stil. Ich habe gelernt, dass man Pokémon sehr, sehr unkonventionell spielen kann. Siehe den letzten Kampf. Walglas, Krebutak und Walband, Tandrak. Ich werde mir diese Pokémon tatsächlich züchten. Denn wie ich ja gesagt habe, waren die jetzt gecheatet. Da ich... Na, wie heißt's? Es nicht geschafft habe, mir die zu züchten. Viel nochmal danke an Speed Eevees, dass du das ziemlich kurzfristig für mich gemacht hast. Ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass ich die freilassen werde. Die gecheateten. Ich werde die irgendwo in eine Box legen, denn hey, sie haben uns immerhin einen Sieg erbracht. Nicht der ehrenvollste Sieg, hoch. Nicht der ehrenvollste Sieg, das sehe ich ein, das gebe ich zu, aber sie haben uns dennoch zum Sieg verholfen. Ich sehe übrigens das Mikrofon hier so links in meinem Sichtfeld, was mich ein bisschen abfuckt. Hast du jetzt auf das hier umgeschaltet? Nein. Braves OBS. Ja, was habe ich sonst noch groß zur GPL zu sagen? Danke für eure Unterstützung und eure Zuschauerschaft. Danke an Present fürs Organisieren der GPL. Ich weiß ja, dass Present das zum größten Teil gemacht hat. Danke an alle meine Gegner, danke an alle meine Mitspieler. War, wie gesagt, eine interessante Erfahrung. Vielleicht bin ich auch in Season 4 dann wieder dabei, je nachdem, was die Zeit bringt. Dann würde ich vermutlich in der zweiten Liga anfangen, aber hey, was soll's. Warum nicht? Wenn ich bis dahin überhaupt Lust wieder darauf habe. Ja. Ich hoffe, ihr konntet dabei auch ein bisschen was lernen. Vor allem, was man nicht tun sollte. Man sollte zum Beispiel keinen Dauntan züchten, ohne Eissplitter draufzulegen. Nur weil man sich denkt, Eissplitter brauche ich eh nie. Und dann habe ich gefühlt 6 Kämpfe verloren, weil ich keinen Eissplitter auf meinem Dauntan hatte.
Aber apropos Donphan, Choice Band Donphan mit Seed Bomb, Feuerzahn. Ich habe damit den guten Steve ins Schwitzen gebracht. Ja, ich habe meine Schwächen beim Pokémon-Spielen erkannt, auf jeden Fall. Zum Teil, dass ich es, ich will jetzt nicht sagen, nicht ernst genug nehme, aber ja, wie sagt man das am besten? Ich habe extrem schnell, vorschnell gehandelt. Das ist mir auch aufgefallen, dass ich da dann saß und mir gedacht habe, hey, wisst ihr was? Ich mache jetzt den Move. Und dann ist mir eingefallen, der Move wäre doch schlauer gewesen, denn er wechselt sich wahrscheinlich in dieses Pokémon aus. Ich traue meinen eigenen Predictions nicht, ich spiele viel zu safe. Ich sollte mehr riskieren. Ja, ich hab ja schon so ein paar Risky Plays gemacht, auch in der GPL, und die haben sich auch ausgezahlt. Ich bin mir immer noch nicht sicher, ob mir live kommentierte oder nachkommentierte Kämpfe besser gefallen. Beim Schauen ist es mir eigentlich schon fast egal. Ich mag vielleicht live kommentierte Kämpfe ein bisschen mehr. Aber, beim was das Aufnehmen angeht, ist vielleicht was, worüber ich mir später Gedanken machen sollte, wenn das Format zurückkehrt. Ich habe ein paar neue Pokémon gefunden, die ich gerne mag. Krebutak habe ich unglaublich ins Herz geschlossen. Holy shit, das Powerhouse. Auch speziell offensiv. Ich meine, der Dark Pulse hat gut Schaden gemacht. Der Dark Pulse hat verdammt guten Schaden gemacht. Ich kann ja mal schauen, was so in der Rückrunde in meinem Team war, weil die Hinrundenteams habe ich leider nicht mehr gespeichert. Ich hatte Mega Bibor, welches leider mit dem speziell defensiven Set nicht ganz so viel machen konnte. Entschuldigung. Aber es hat Abschlag benutzt gegen einen Toxic Orb Skorgro, obwohl es schon vergiftet war. Ist in Ordnung. Da hatten wir Stunfisk. Ey, das Luftballon Stunfisk. Konnte gut was gegen Nidoking machen. Ja. Überhaupt habe ich gelernt, dass Luftballon ein besseres Item ist, als ich gedacht habe. Auch auf meinem Scalabra. Hätte ich vielleicht öfter spielen sollen. Dann haben wir Aromatis, beziehungsweise Parfines. Hat mir auch in einigen Kämpfen gut geholfen. Gute physisch-defensive Wall mit Wunschtraum und Aromakur. Doch, muss ich sagen, ist ein Pokémon, das ich... Ich habe es nicht so sehr ins Herz geschlossen wie andere, aber doch, ich habe schon gut Gefallen daran gefunden. Dann natürlich Scalabra, welches auch relativ viele Kills hatte, glaube ich. Es ist einfach ein schnelles Pokémon, das gut reinhauen kann. Ich habe das Gefühl, das sage ich jedes Mal, wenn ich über ein Pokémon rede. Es ist schnell und kann gut reinhauen. Die mag ich. Aber doch, es hat gute Arbeit gemacht. Hat einen guten Movepool und mit dem Choice Scarf hat es viele Sachen uns bietet. Dann haben wir Donphan, was ja uns ebenfalls in der Hinrunde schon begleitet hat. Und ich habe ja gesagt, wenn ich tatsächlich Season 3 mitspielen würde, dann würde ich Donphan nehmen als mein Signature-Mon. Denn holy shit, Donphan, das Choice Band Donphan. Es hat auch einen recht variablen Movepool mit Eissplitter. Dann natürlich die Steinzeitattacken wie Felsgrab, was eine Attacke ist, die ich auch sehr lieb gewonnen habe. Erdbeben, Seedbomb, Feuerzahn. Sollte man gar nicht glauben. Ich glaube, das Ding kann sogar Kopfstoß erlernen. Knuddler vielleicht auch. Doch, Knuddler kann es sogar erlernen durch Zucht. Dann haben wir Brigaron, was ja, wie gesagt, nicht allzu viel Arbeit gemacht hat. Versteht mich nicht falsch, es hat in ein paar Kämpfen gut was geleistet. Nicht ganz so viel, wie ich mir gehofft hatte, aber hey, es hat mir gerade im Kampf gegen Tim geholfen. Der Kampf gegen Tim war auch so eine Sache. Hätte ich da schlauer gespielt am Ende und einfach ein Pokémon geopfert, in Bibor gewechselt, Schutzschild, ein Pokémon geopfert, in Bibor gewechselt, Schutzschild, hätte ich den Kampf höchstwahrscheinlich gewonnen. Beziehungsweise ziemlich sicher gewonnen. Aber das sind Sachen, aus denen habe ich gelernt. Das sind Fehler, die muss man machen, um sie zu lernen. Wenn das Sinn macht. Macht es Sinn? Ergibt es Sinn? Ja, tut es. Denke ich, hoffe ich. Dann hatten wir Lashoking. Und ich glaube, wenn mich meine Gegner fragen dürfte oder könnte, welches Pokémon sie am meisten abgefuckt hat, dann war es Lashoking. Lashoking mit der Assault Vest und Regenerator als Fähigkeit, wodurch es einfach immer die Drittel seiner HP zurückbekommt. Holy shit, das hat so manchen Gegner echt hart ausgestallt. Nicht nur hart ausgestallt, sondern halt auch durch mein voll speziell offensives Investment sau viel Damage gemacht. Ich überlege gerade, gegen wen das war mit Mega Gewaltro. Hast du Mega Gewaltro noch? Irgendjemand hatte Mega Gewaltro als Signature und er konnte nicht wirklich was machen. Denn ich bin einfach zu bulky, sowohl physisch als auch speziell. Und ein Eisstrahl hat ihn. Ich glaube, das war ein Eisstrahl, der ihn dann rausgenommen hat. Lashoking. Ich werde dich in Zukunft auf jeden Fall öfter mitnehmen. Dann natürlich auch das Bauchtrommel Lashoking. Mit dem Ableitief. Ja. Hätte mehr werden können, aber
Es hat immerhin ein Pokémon rausgenommen, ein Phlorgis, ein Pokémon, das sehr defensiv ist. Dann haben wir Mandibuzz. Vielleicht bin ich zu kacke, um es richtig einzusetzen. Es hat nicht so viel gebracht, wie ich mir erhofft habe. Aber hey, say no to EQ und Bamba. Ich freue mich trotzdem, dass ihr dabei wart. Und auch weiterhin dabei seid. Ihr werdet jetzt erstmal in meiner Box schlafen. Ihr habt euch eine Auszeit verdient. Dann haben wir natürlich Krebutak. Und zwar beide. Einmal, wie heißt mein erstes Krebutak noch? Gott, damit habe ich vergessen, wie ich mein erstes Krebutak genannt habe. Aber das jedenfalls und natürlich The Claw, das speziell Offensive. Krebutak hat verdammt viel Damage gedrückt. Ein Dragon Dance rausbekommen und dann kann man mit Adaptability, Wasserdüse, Kaskade, nee, gar nicht, nicht Kaskade, Krabhammer, Abschlag und dem Leben Orb, holy shit, so viel weghauen. Ich glaube, das war mein Kampf gegen Steve, wo ich das Panzer Aeron rausgenommen habe, womit ich nie gerechnet habe, aber Krebutak macht halt echt bösen Schaden. Dann haben wir Zapplerang. Ich glaube ganz ehrlich, das enttäuschendste Pokémon für mich. Was auch daran liegt, dass ich selten mit der Assault Vest spielen konnte. Ich habe es dann mit dem Expert Belt gespielt, einfach um Choice Item zu faken. Aber das Problem ist halt, es ist nicht bulky genug ohne die Assault Vest. Zumindest nicht mit dem Investment, das ich gespielt habe, was ich glaube voll HP und den jeweiligen Angriffswert ist. Versteht mich nicht falsch, es hat trotzdem in einigen Kämpfen gute Arbeit gemacht. Ich glaube, ich habe den letzten Satz fast verschluckt. Es hat gute Arbeit gemacht, aber leider nicht so viel, wie ich gehofft habe. Dann haben wir Tandrak und ja, was kann man sagen? Tandrak League, League, Lead und dann Choice Specs, Draco Meteor. Entweder Tandrak oder Bibor, meine beiden Leads. Entweder mit dem Draco Meteor irgendwas im Grunde rausnehmen, solange der Gegner nicht wechselt. Also in Pokémon, dass das resistet oder immun ist. Und ansonsten mit Mega Bibor halt die Kehrtwende machen. Doch alles in allem, bin ich mit meiner Performance in der GPL zufrieden? Nein, ich hätte nicht auf so niedrigen Platz landen müssen, hätte ich einfach schlauer gespielt. Aber ich habe viel daraus gelernt. Und wenn Pokémon zurückkehrt, und ich möchte anmerken, es wird definitiv zurückkehren in Form von Competitive Matches. Deswegen schaut ruhig, ich sag mal, alle paar Monate rein auf den Kanal, selbst wenn ihr jetzt nicht meine anderen Videos guckt, was ihr solltet. Denn die anderen Videos sind auch gut, ob ihr es glaubt oder nicht. Auch wenn es nicht Pokémon-Videos sind. Ja, ich werde jetzt gleich noch aufnehmen und zwar ein paar Videos zu dem, nee, zu Mario Maker. Das wird auch noch ein Info-Video kommen, denn ich möchte gerne eure Level spielen. Aber jetzt würde ich erstmal sagen, vielen Dank, dass ihr mich im Laufe der GPL unterstützt habt. Glaubt mir, ich weiß es zu schätzen. Wenn ihr mich jetzt deabonnieren wollt, weil erstmal kein Pokémon-Content mehr kommt, ist das komplett nachvollziehbar für mich. Ich weiß, wie das ist, wenn ein Content-Creator seinen Fokus wechselt. Aber ich möchte euch trotzdem bitten, meinem anderen Content eine faire Chance zu geben. Schaut euch ein, zwei von den Videos an. Wenn es euch nicht gefällt, dann habt ihr nichts verschwendet, außer vielleicht 20 Minuten eures Lebens. Und glaubt mir, ihr habt noch mehr als genug Zeit. Außer ihr seid todkrank. In diesem Fall war das ein sehr unpassender Kommentar und ich entschuldige mich dafür. Ich bin der Kuchenjäger. Wenn euch das Video gefallen hat, dann abonnieren, kommentieren, gut bewerten und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin und tschüss. Deine Haare gehen mir aber schon so ein bisschen auf den Sack.